Was lange währt, wird endlich gut. Die Vorstellung von meinem Technics-Plattenspieler. Habe die Ehre und grüße euch zurück hier beim Bavarian Vinyl Nerd. Ja, mein Gesicht heute mal in Großaufnahme. Ich habe nämlich wieder alles, mein ganzes Kameraequipment im Wohnzimmer aufgebaut, weil nach langer, langer Zeit möchte ich euch jetzt endlich mal meinen momentanen Wohnzimmerdreher vorstellen, ja, und zwar meinen Technics SLQ2, den ich jetzt schon seit geraumer Zeit hier habe. Ich habe ihn auch schon vorgestellt in meinem HiFi-Setup-Video. Das könnt ihr euch hier dann nochmal anschauen, aber bitte im Anschluss an dieses Video. Aber jetzt gehen wir mal ins Eingemachte und ich zeige euch mal diesen tollen, tollen Dreher, der allerdings eine Kleinigkeit hat, die anscheinend jeder Technics-Dreher so an sich hat. Ja, der SLQ2, es ist ein echter Japaner, ein echter Technics-Plattenspieler aus den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Man bezeichnet ihn auch als den kleinen Bruder vom Technics 1210, also von diesem berühmten DJ-Plattenspieler, der ja immer noch gebaut wird und immer noch in sehr hochwertiger Ausführung auch verkauft wird. Dieser DJ-Plattenspieler ist ja in die Geschichte eingegangen, eigentlich eben wegen seinem stabilen Laufwerk und seinem sehr, sehr genauen Tonarm oder auch mit der genauen Tonarmjustage, so geht's. Ja, der Dreher ist eben der kleine Bruder, also dieser SLQ2 ist der kleine Bruder. Und wenn ihr damit liebäugelt, euch mal so einen Technics-Dreher zu holen, auch vielleicht einen Vintage-Dreher, so einen wie diesen Q2, dann müsst ihr eine Sache beachten, nämlich die Zahl ganz hinten. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen wie den Technics SL BD2 oder den BD3. Ich habe den BD3 sogar schon mal bei mir auf der Werkbank gehabt. Diese Zahlen hinten dran haben eine ganz einfache Bedeutung. Die 2 bedeutet, es ist ein Halbautomat, also mit Endabschaltung. Na, fangen wir ganz von vorne an. Ohne irgendeine Zahl ist es ein absoluter manueller Plattenspieler, so wie diese DJ-Plattenspieler der 1210 oder auch andere Modelle von diesen Technics-Plattenspielern. Die 2 hinten dran bedeutet, es ist ein Halbautomat, das heißt, der Tonarm fährt automatisch wieder zurück auf den Tonarmhalter. Und die 3 dahinter bedeutet, es ist ein Vollautomat. Bei den Q-Modellen zum Beispiel gibt es auch einen Q3 und das ist ein Vollautomat. Der hat noch ein paar mehr Features drin als dieser Dreher. Zum Beispiel auch die Lead-Wiederholung ist hier mit drin, die Repeat-Funktion. Hat dieser Dreher jetzt nicht, stört mich aber in keinster Weise, weil ich bin ja gewohnt, eben so Halbautomaten hier bei mir im Wohnzimmer zu haben. Ich habe zwar am Anfang auch einen Vollautomaten gehabt, einen Dual 455 Audiofile-Konzept, einen ganz günstigen Dreher, den es auch immer noch gibt, auch bei eBay Kleinanzeigen für günstig Geld. Sehr gutes Anfängergerät, aber mittlerweile bin ich eingefahren auf diese Halbautomaten und ja, und der stellt mich jetzt vor keinerlei Probleme mehr, weil der läuft und läuft und läuft. Und läuft und läuft und läuft. Das ist wie ein VW Käfer, so ein Technics-Plattenspieler, vor allem in dieser Bauart. Denn es ist ein Direkttriebler und das Tolle ist ja bei diesen Technics-Plattenspielern, die haben ja dieses Patent eben drauf, dass der Plattenteller oben integriert ist in den Motor. Das heißt, ich zeige euch mal ein paar Bilder davon, von solchen Motoren, weil den baue ich jetzt nicht extra auseinander. Und zwar haben wir ganz unten eben diese Magnetspulen oder diese Spulen, die ja elektrisch angesteuert werden und ein Magnetfeld erzeugen. Das ist quasi der Kern von diesem Elektromotor und der Drehpunkt oder dieser Rotor von diesem Motor ist in diesem Fall kein Subteller oder sonst irgendwas oder nochmal zusätzlich ein zweites Teil. Nein, es ist in dem Fall der Plattenteller. Der Plattenteller ist quasi der Rotor von diesem Motor und deswegen läuft dieser Motor auch so, oder läuft dieser Dreher eigentlich auch so ruhig und so toll und so gleichmäßig und stabil. Deswegen sind ja die ganzen 1210er Modelle zum Beispiel oder diese DJ-Plattenspieler auch so begehrt, weil die eben so knackig und genau laufen und
eine richtige Power haben. Deswegen kann man mit diesen Plattenspielern eben auch scratchen, was ich natürlich nicht machen werde hier im Wohnzimmer. Und da haben wir schon wieder die Überleitung. Die DJ-Plattenspieler sind für DJs und diese Modelle, dieser Q2 zum Beispiel oder der Q3, das waren Dreher fürs Wohnzimmer. Das waren HiFi-Geräte, die man sich zu Hause aufgestellt hat und eben damit wunderbar Musik hören konnte. Und man kann es immer noch. Also ich bin stockbegeistert von diesem Dreher. Der ist wirklich unkaputtbar, erstmal mit dem Motor. Zum Zweiten hat er ganz simple Technik verbaut, einfach nur einen Ausschalter, mit dem kann man den Plattenspieler in Betrieb nehmen. Dann bewegt sich sogar kurzzeitig der Plattenteller. Man merkt, der Motor hat eben dann Spannung. Dann haben wir hier vorne unsere 33er und 45er Umschaltung. Und das zeige ich euch nachher, wie toll das funktioniert bei diesem Dreher. Eben durch diesen direkten Kontakt, oder wie sagt man jetzt da am besten, eben weil dieser Plattenteller in dem Motor schon integriert ist. Ja, und dann haben wir hier vorne noch eine Stopptaste, also wenn der Plattenspieler, ach, das zeige ich euch jetzt einfach ganz kurz, also man hebt hier hinten den Tonarm ganz normal an, so wie bei allen anderen Drehern, dann geht man rüber, Plattenspieler hat in 0,0 seine Geschwindigkeit erreicht, dann senkt man den Tonarm ab und wie ihr seht, der Tonarm senkt sich wirklich sehr, sehr langsam ab. Und wenn die Platte dann spielt und man hat zufällig jemanden an der Haustür und möchte gerne, dass die Platte aufhört zu spielen, drückt man hier vorne einfach diesen kleinen Taster. Da macht sie drinnen Klack. Und dann beginnt die Mechanik zu arbeiten, die auch eben am Plattenende den Tonarm wieder zurückführt auf den Tonarmhalter. Und wie schnell dieser Plattenspieler stehen bleibt, haben wir jetzt gerade gesehen. Das ist Wahnsinn. Er beschleunigt schnell, er bleibt schnell stehen, er dreht nicht großartig nach. Also man kann hier wirklich zügig auch die Platte wechseln, wenn man das möchte. Das ist eben die DJ-Technik. Plattenspieler bleibt stehen und man kann sofort die Platte herunternehmen, ohne dass man Angst haben muss, dass man sich die Platte irgendwie noch beschädigt beim Herabnehmen. Und wie schnell dieses Gerät umschaltet von 33 auf 45 und wieder zurück, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Wir schalten den einfach mal ein, lassen den Tonarm oben, brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Und jetzt sehen wir uns mal an, die Pitch Control hier mit diesem schönen Lämpchen, das sieht man auch bei diesem Licht recht gut. Jetzt haben wir die 33 und jetzt schalten wir mal um auf die 45 und jetzt passt es mal auf, wie schnell das geht. Zack, und schon haben wir die 45, das waren nicht einmal halbe Sekunden. Dann hat er seine Geschwindigkeit geändert, wird über Quarzregelung natürlich perfekt gehalten, die Geschwindigkeit. Und er versucht auch die Geschwindigkeit nachzuregeln. Wenn ich jetzt hier mit dem Finger dran gehe an den Plattenteller und bremse den ein bisschen ab, dann regelt er automatisch die Geschwindigkeit nach. Das ist halt das Coole an diesem Gerät. Und wenn wir natürlich wieder zurückschalten wollen auf die 33, dann haben wir die 33 auch innerhalb von einer halben Sekunde wieder, oder weniger sogar, sind die 33 ein Drittel Umdrehungen wieder vorhanden. Ich habe das Ganze auch mit der Stroboskopscheibe schon getestet, beziehungsweise auch mit dem Handy, mit so einer kleinen Handy-App. Die Geschwindigkeit passt perfekt, also deswegen brauchen wir auch hier keine Pitch-Control oder sonst irgendwas. Dieses Quarz-System funktioniert hier drin wunderbar. Dann setzen wir den wieder auf sein Tonarmlager oder auf seinen Tonarmhalter. Ja, und natürlich ist auch der Wahnsinn der Tonarm selbst, die ganze Geometrie ist natürlich sehr, sehr toll angelehnt an die DJ-Plattenspieler, beziehungsweise DJ-Plattenspieler haben sich an diese Tonarmgeometrie angepasst. Wir haben hier hinten unser Anti-Skating und da kann ich jetzt gleich mal was ansprechen. Bei den Technics-Plattenspielern ist es so, das Anti-Skating lügt wie die Pest. Ich habe ja letztens mein Anti-Skating-Video gepostet. Geposten tut man bei Instagram. Mein Anti-Skating-Video habe ich euch ja letztes Mal präsentiert hier auf YouTube. Könnt ihr auch gerne im Anschluss an das Video nochmal anschauen. Und ich habe das getestet mit dieser Anti-Skating-Schallplatte oder mit dieser leeren Schallplatte und habe das Problem. Aber ich muss das ganz nach oben drehen, damit ich hier die Nadel in der Mitte halten kann, weil die Nadel hat Auflagegewicht von 1,5, 1,6 Gramm. Hier habe ich eben das Problem, ich muss das hochdrehen bis auf die 3, also bis aufs Maximum,
damit die Tonnadel hier genau in der Mitte bleibt oder auch in der Mitte von der Rille abspielt. Ich habe schon mehrere Videos angeschaut zu dem Thema und die haben alle das gleiche Problem, dass eben das Anti-Skating anscheinend hier nicht richtig funktioniert. Möglicherweise ist es ein Bauartfehler oder ich muss das Ding wirklich nochmal zerlegen und nochmal mir das Anti-Skating nochmal genau vornehmen. Jetzt momentan funktioniert es so, mir genügt es so. Hinten haben wir natürlich unser Gegengewicht, unser mördermäßig großes. Man kann hier auch diese DJ-Nadeln auf diesen Plattenspieler draufbauen, eben dank des SME-Headshells. Und mit einer Auflagekraft von 3,5 Gramm kann man hier auch arbeiten. Und das ist natürlich richtig Stufe für das Tonsystem bzw. für die Schallplatte, damit man auch scratchen kann mit diesem Gerät. Allerdings halt mit einer Filzmatte, wie es die DJs so haben, und nicht mit dieser Original-Gummimatte. Mit der funktioniert das natürlich nicht. Ja, und wieder mal sehen wir, es wird ein Plattenspieler mit einer Gummimatte verkauft. Eben damals gang und gäbe. Nichts mit Filz, nichts mit Kork oder sonst irgendwas, sondern rein Gummi. Und das bleibt auch bei mir so oben, weil statische Probleme habe ich hier überhaupt nicht mit diesem Plattenspieler. Der ist wunderbar entkoppelt bzw. auch wunderbar geerdet, der Plattenteller, weil er ja integriert ist in diesen Motor, deswegen hat er auch eine eigene Erdung, also habe ich auch keine statische Aufladung von den Schallplatten. Was gibt es noch zu sagen zu dem Gerät? Ja, hier hinten haben wir noch unsere Puckhalterung, auch der Single-Puck, der Originale noch mit dabei, auch sehr praktisch bei diesen Geräten. Der einzige Unterschied jetzt zu dem 1210er zum Beispiel, zum großen Bruder, ist das, beim 1210er kann man den Tonarm in der Höhe verstellen. Das kann man bei diesen Geräten leider nicht, weil hier hinten ist das alles fest verbaut, das ganze Tonarmlager. Ja, ist ein kleiner Negativpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich sag's mal so, mir taugt der Sound von dem Plattenspieler, mir taugt die Technik von dem Plattenspieler. Der Plattenspieler selbst funktioniert wie eine 1 und ich habe einen Technics-Plattenspieler bei mir im Wohnzimmer stehen. Das war auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich den jetzt hier im Wohnzimmer stehen habe. Vielleicht ist es kein High-End-Plattenspieler, aber das gibt es ja bei mir auf dem Kanal sowieso nicht, das wisst ihr ja alle. Bei mir gibt es Vintage-Sachen und dieser schöne Vintage-Dreher, ja, wird jetzt die nächste Zeit auf alle Fälle bei mir im Wohnzimmer verbringen. Das waren jetzt ein paar Infos zu diesem tollen Technics-Plattenspieler, der jetzt hier ist bei mir im Wohnzimmer. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei der Plattenspielerwahl, wenn ihr vorhabt, euch einen Plattendreher zu kaufen, einen Vintage-Plattendreher, ist so ein SLQ2 die perfekte Wahl. So viel kann ich euch sagen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Das war's schon wieder. Bis bald. Servus.